Hi! Wie ihr wisst, wenn es diese Perspektive gibt, gibt es meistens was auszupacken. Und ich bin froh, dass ich euch in dem Video mal wieder einen Uhrenhersteller vorstellen kann, die mir haben was zukommen lassen. Und zwar ist es diesmal die Firma Karlheim aus Schweden. Wobei ich dann direkt mal zu Beginn in mein laienhaftes Schulenglisch mal übergehen werde, um mich bei der Firma zu bedanken. So, very special thanks to Karlheim from Stockholm that you're sending me this package of watches, and I hope I can take very special, very impressive pictures for you. And you will see it on my Instagram account, on my Facebook, side, and you will see it on my YouTube account. And I hope you enjoy it. Ich hoffe, das hat so funktioniert. Wenn es irgendwie falsch sein sollte, dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich finde es cool, dass es ein Paket gab und dass ich eine Uhr habe, die ich mal wieder zeigen kann und die ich mal wieder in Szene setzen kann. Ich weiß, dass Karlheim aus Schweden, aus Stockholm, sehr viele Uhren herstellt, die sehr elegant wirken, sehr toll wirken an Anzügen, die etwas gediegen sind, die keine auffälligen Aufmachungen haben, die trotzdem aber sehr hochwertig sind, wie man es auch vielleicht an der Verpackung auch schon sieht. Wirkt ein bisschen wie ein sehr teures Telefon. Ja, und hier ist schon mal eine sehr coole Uhr. Also ich muss ehrlich sagen, die Uhr hat wirklich schon auf den ersten Blick was. Sehr elegant. Ich glaube, selbst an meinem Arm würde die sehr gut aussehen. Mal gucken, ob ich die hier irgendwo mit rausbekomme. Schaut euch das mal an. Ich glaube, aber die wird so an sich nicht passen. Aber so macht die doch schon einiges her. Ich würde sie jetzt versuchen zuzubekommen. Aber das Band ist ein bisschen zu kurz geraten für mich. Das Schöne ist aber, lass mal die mal direkt hier liegen. Das Schöne ist aber, es gibt sogar noch eine zweite Uhr. Also deswegen habe ich mich auch kurz auf Englisch für die Uhren bedankt, also den Plural. Ich habe nämlich auch noch eine zweite Uhr zugeschickt bekommen. Und die ist diesmal nicht Silber, die ist in Gold. Die sieht genauso schick aus wie die erste Uhr. Die ist nur ein bisschen größer und eben goldfarben. Sehr, sehr cooles Ding. Das begeistert mich wirklich, aber dass man auch nicht nur die ganzen Uhren, sage ich mal, präsentiert, die man, sage ich mal, aus der Werbung, aus dem Fernsehen oder sonst woher kennt, sondern dass man wirklich in meinem Projekt Uhrenhersteller findet, die was Besonderes herstellen. Und ich muss sagen, Karlheim hat wirklich es geschafft, sehr schöne, sehr elegante Uhren herzustellen, ohne groß auffällig zu sein, sondern einfach schlichte, elegante Uhren für tolle Anlässe. Auch die Uhr, finde ich, kleidet sehr gut. Obwohl ich kein Fan von goldenen Uhren bin, muss ich trotzdem sagen, dass sie mir trotzdem sehr gut steht und sie trotzdem eine schlichte Eleganz hat. Schlichte Eleganz und sie ist trotzdem goldfarben. Also ich glaube, auch die würde ich bei einem, ja, ich weiß nicht, bei einem Dinner oder bei einer Hochzeit vielleicht sogar auch tragen. Und freue mich, dass ich auch die Uhr schön in Szene setzen kann. Ich habe dazu auch schon eine schöne Idee. Vielleicht mache ich was mit Büchern. Das passt vielleicht auch dazu, dass man vielleicht mit der Uhr so einen kleinen Drink mit in Szene setzt und dass man so einen kleinen schönen Abend simuliert. Einfach einen privaten eigenen Leseabend mit einem schönen Drink nebendran und die Uhr legt man dann eben zum Lesen dann einfach beiseite. Das ist cool, sehr schön. Allerdings muss ich sagen, Karlheim hat sich dann nicht lumpen lassen. Und hier ist noch eine. Und hiervon bin ich richtig, richtig begeistert. Und ich glaube, wer meine ersten Videos zu meinem Projekt gesehen hat, der weiß auch, warum ich gleich sehr begeistert sein werde von dieser Uhr. Einfach nur, weil wir hier wieder einen sehr, sehr coolen, unsichtbaren Verschluss haben. Hier ist es sehr, sehr smooth gelöst. Die kriege ich sogar direkt um. Das Schöne an solchen Verschlüssen ist,
der geht ganz einfach dran. Die ist zwar noch ein bisschen eng, die muss aber kein, oder die braucht kein weiteres Glied von mir aus. Bei der ist es halt nur so, man müsste gucken, dass man die irgendwie ein klein wenig weiter bekommt. Da wäre es cool, wenn man von Karlheim mal eine Info bekommen könnte, ob man diesen Faltverschluss, den wir haben, ob man den einfach um ein paar Millimeter verstellen kann. Das wäre mal eine schöne Info. Da wäre ich nochmal zu anfragen. Aber auch von dieser Uhr, auch wenn wir es wieder reindrücken, auch die funktioniert. Sehr elegant. Anderes Armband diesmal. Gefällt mir sehr gut. Ich bin echt begeistert, wenn ich so alleine schon die Verschlüsse sehe, aber auch die schöne Tiefe der Uhr. Und ja, schlichte Eleganz für jeden Anlass. Unter dem Licht, was ich hier habe, und wenn ich jetzt ganz nah rangehen würde, würde man, glaube ich, schon jeden Fleck irgendwo sehen, wenn man irgendwo mal drauf getatscht hat. Ich putze die mal ganz schnell und dann kriegt ihr noch ein paar Bilder davon.